Männer, hören Sie zu. Ich habe eine tragische Geschichte zu erzählen. Wissen Sie, ich denke, meine Familie ist verflucht. Na? Sie müssen sich vorstellen, meine Familie ist in der ganzen Rangordnung aufgeteilt. Ich habe einen Bruder, der ist Rekrut Akabane, ich habe einen Opa, das ist General Akabane und jetzt bin ich Sergeant Akabane. Was ich mich frage, ist, ich komme wahrscheinlich nie in meinem Leben runter von diesem Rang. Niemals. Ja, Sie können sich erfreuen, Private. Ne? Ein, zwei Wochen und dann kriegen Sie einen Promote. Und ich bleibe vermutlich für mein Leben lang auf diesem Rang. Ich wurde da reingeboren, wirklich. Ich wurde begrüßt direkt aus dem Mutterleib. Guten Tag, Sergeant, erstmal salutiert. Ich komme hier nicht weg. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd, Sie sagen's. Sergeant Akabane meldet sich im Dienst. Gut. Okay. Das war... Wer hat sich die Tür hier ausgedacht? Naja. Ja, das ist wirklich kalt draußen, ne? Ja. Haben Sie die gebaut? Das waren bestimmt die Außenagenten. Oh, sie sehen aber niedlich aus, meinen Sie nicht? Ja, sie sehen schon knuffig aus. Ja. Halten noch ganz schön was aus. Sie haben wieder mit dem verstärkten Schnee gebaut. Ganz schön clever, sie wussten, dass ich vorbeikomme. Befehl gibt sich nun in die Baracke sofort. Oh, neue Befehle. Yay. Guten Tag, Sie kennen vielleicht einen meiner Brüder. Naja. Hoffentlich nicht. Meinen Sie den General? Unter anderem, Sie kennen meinen Opa, ja, das ist ein sehr spezieller Herr. Einteilung, da jetzt anscheinend ein Kristallindiesheld eingeführt wird, hierher transportiert wird. Dementsprechend, ja, Sie dürfen nicht rühren. Kann ich bitte anmerken, dass Sie alle super aussehen? Ja, ja. Noch einmal und Sie kriegen einen Greifhaken in die Brust. Gut, Herr CWO, Sie würden mit Ihrem Herrn hier vor. Hab ich hier geschlagen? Agent Sunstick? Egal. Verzeihen Sie, was ist Ihr Codename? Meine. Nein, nein, der Herr neben Ihnen. Heater. Heater, also dafür, dass Sie ein Heater sind, war es hier ganz schön kalt, während die Tür offen war. Stellen Sie sich vor, ich mach den Witz nochmal und... Ah, es funktioniert tatsächlich, lang ist es. Es sieht aber wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, wirklich. Nicht nur die Umgebung sieht schön aus, sondern Sie sehen schön aus. Also, verzeihen Sie, das ist jetzt kein Anmachspruch, aber Moment mal, das ist doch Dr. Taub. Einen Moment. Das ist doch Dr. Taub. Ich frage mich immer, wie bekommt man sowas in die Zeit? Einen so großen Weihnachtsbaum. Ja, es gibt ja tatsächlich diese Einweichwürfel. Wissen Sie, was ich meine? So Wohnungsobjekte, so... Ich hab mal ein Managementmitglied gesehen, der hatte so Sofas als Würfel. Und die hat da so ein bisschen Wasser drauf gemacht und dann waren das vollwertige Sofas. Dann wurden sie größer. Wissen Sie, was ich meine? Vielleicht gibt es ja sowas auch in Baumform. Guten Tag. Ich glaube, ihr habt ja auch falsch. Oder? Wow. Ja, was suchen Sie denn? Also. Kristall, wovon mir berichtet wurde. Guten Tag. Was wurde denn berichtet? Das sieht sehr gut aus für eine Filmvorlage. Gucken Sie sich das mal an. Es ist sogar ein wirklich tolles Theater. Was zur Hölle ist das? Das ist das SCW-348, ein genmodifizierter Mensch. Ich dachte, wenn man Menschen genmodifiziert, dann versucht man, was anderes draus zu machen. Naja. Am besten nicht ihn irgendwie beleidigen, ne? Dann wird er sehr. Nein, um Gottes Willen! Um Gottes Willen, nein, ich habe noch keinen hier etwas getan. Nein, nein, er erinnert mich tatsächlich sogar, ein bisschen an meinen Vater. Naja. Von daher, nein, alles. Was alles, soll das denn heißen? Alles super. Was ist denn war das eine Drohung? Sicher, wir haben gerade eine Lieferung bekommen und zwar einen anomalen Kristall, dieser ist im Wissenschaftstrakt. Aha, ein SCP, also verstehe. Ist das ein Schwert auf Ihrem Rücken? Ah. Also ein Schwert. Ja. Okay. Ich hinterfrage ja, das nicht. Freundlich. Das ist ein
Gott. Ein Gott? Also an den kommen meine Gebete, also. Du wissen. Na gut. Oh. Schießen! Nein! Wer ist das? Ah! Wir erschießen ihn. Oh Gott! Das sind ja normale Fähigkeiten, die den Wissenschaftstrakt sofort evakuieren. Normale Fähigkeiten. Oh Gott, das Baby ist auch scheiße. Himmelswillen! Hallo? Hallo? Oh Gott! Was war das? Oh Gott! Macht eine Feuerscore, da hinten sind Dinger, so eine Schädel. Achtung, Achtung! Letzte. Was für Dinger, wo? Gehen. Da! Himmels Willen. Das hat mich angespuckt. Junge, Alter, was ist das denn? Zerstörs, verbrenn es! Räume wird aus dem Weg! Hilf mir! Da steht ein Mann zwischen dem dicken Mann. Die Herren, falls wir irgendwelche Instanzen von Null sollen, falls ihr. Oh, was ist das denn? Oh, Verzeihung! Tut mir leid. Es tut mir leid. Granate geworfen. Ich wahrscheinlich D-Mode. Werden wir später besprechen. Egal, wie geht. Sarge, probieren Sie nach vorne das Tor aufzumachen. Ja, kann ich machen. Funktioniert nicht. Gleich durch, die brechen gleich durch. Kommen Sie mit? Ja, und die halten wir hier auf. Nein, nicht hinterher. Ich weiß nicht. Gott! Gott! Rückzug! Au, 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 au! Warum sind die so groß? Ah. Ja, das sieht ziemlich verloren aus, wenn ich ehrlich bin. Nicht so gut. Junge, was will der denn? Junge. Eine volle Dekontaminierung der Zeit wird in Kürze durchgeführt. Nicht schon wieder! Sofort. Herr Flügel, ich erkenne Sie doch wieder! Ah! Der hat mich eingefroren! Autsch! Was für ein Kriegsfeld! Wer schießt denn auf mich? Gott. Nicht auf die Alpha 9 schießen. Die Alpha 9 ist auch da drunter. Oh nein. Bin infiziert. Ein Luftangriff muss es sein. Gut, gut, links, rechts, ausweichen. Ich werde ewig leben. Keiner kann mich stoppen! MTF Alpha 9 ist eingetroffen. Alert! Mein persönlicher Erzfeind.